Jede Menge Tore an diesem Sonntag. Es geht rund in der zweiten Liga. Damit herzlich willkommen hier bei Hattrick. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und wir haben drei spannende Partien für Sie im Programm. Das große Sachsen-Derby. Es elektrisiert natürlich die Fußballfans. Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Und Dynamo ist richtig stark unterwegs. Noch ungeschlagen und könnte mit einem Sieg auf den zweiten Rang zurückspringen. Also spannendes Aufsteigerduell. Außerdem der KSC empfängt den FC St. Pauli. Bei den beiden läuft es noch nicht richtig rund. Immerhin hat der FC St. Pauli zuletzt den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim KSC bleiben Erfolgserlebnisse erstmal aus unter dem neuen Trainer Thomas Oral. Da muss mal langsam ein Sieg her. Das gilt auch für die Arminia aus Bielefeld. Wird allerdings ziemlich schwer, denn es geht gegen den Bundesliga-Absteiger Hannover 96. Der hat zuletzt einen Dämpfer erlitten in Sachen Aufstiegsambitionen gegen Dresden. Eine Niederlage. Ja, es ist eben gar nicht so leicht, wieder zurückzukommen in die erste Bundesliga. Das muss derzeit auch der andere Absteiger erfahren. Der VfB Stuttgart, da ist richtig Zoff drin und es gab schon den ersten Trainerwechsel. Jos Luhukay ist weg und prompt zeigt sich ein Effekt. Ein 1:0 auf dem Betzenberg und das bedeutet für den ersten FC Kaiserslautern, da ist jetzt auch ziemlich Krise angesagt. Tim Tschirsch. Ja, und nach Sport1-Informationen soll Korkut auch ein internes Ultimatum gestellt worden sein. 4 Punkte aus den nächsten 2 Spielen, sonst muss er gehen. Und beim VfB Stuttgart, da soll ja demnächst schon ein neuer Cheftrainer erscheinen. Nach Sport1-Informationen soll Markus Gisdol ein ganz heißer Kandidat sein. Die weiteren Entwicklungen erfahren Sie natürlich bei den Kollegen von Sport1.de oder Sie schauen rein bei Bundesliga aktuell. Und derzeit sorgt ja ein Aufsteiger für mächtig Furore. Dynamo Dresden, sensationeller Zweitliga-Auftakt. Und heute geht's im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue. Das wird ein heißer Tanz. Willkommen zurück bei Hattrick. Jede Menge Tore in der zweiten Liga. Bevor wir uns die gemeinsam anschauen, gehen wir jetzt erstmal in die erste Bundesliga. Denn da sind ja heute die beiden Europa-League-Mannschaften im Einsatz. Und der FSV Mainz 05 hat einen Auswärtssieg eingefahren, 3:1 gegen den FC Augsburg. Die Schalker, unter der Woche erfolgreich gegen Nizza, spielen heute gegen die Hertha aus Berlin. Und da können Sie die Schlussphase verfolgen auf Sport1 FM. Oder Sie sehen dann alle Bilder in Bundesliga. Der Spieltag heute Abend ausnahmsweise ab 23.45 Uhr. So, und jetzt gehen wir rein in die erste Partie. Der KSC empfängt den FC St. Pauli. Beide sind noch nicht glücklich in dieser Saison, haben nicht gut reingefunden. Immerhin hat der FC St. Pauli jetzt den ersten Saisonsieg eingefahren, nach zuvor 3 Niederlagen. Aber der KSC wieder eine 0:3-Niederlage der Dresdner gegen Aue. Wie schon im Halbfinale des Landespokals. Also die Veilchen könnten so langsam zum Angstgegner der Dresdner werden. 3 Tore haben wir jetzt gesehen im Sachsen-Derby. Das Ganze toppen wir noch mit der Partie Arminia Bielefeld gegen Hannover 96. Die Niedersachsen wollen natürlich so schnell wie möglich wieder hoch in die erste Bundesliga. Aber dass das gar nicht so einfach wird, das hat der vergangene Spieltag gezeigt. Da kassierte Hannover nämlich die erste Saisonniederlage gegen Dynamo Dresden. Und in der englischen Woche wird ja schon bald wieder gespielt. Dienstag und Mittwoch, die nächsten Partien, und die haben es auch schon in sich. Unter anderem hätten wir da Stuttgart gegen Braunschweig. Das Ganze also am Dienstag oder am Mittwoch, der erste FC Kaiserslautern gegen Dresden. Da können wir uns richtig drauf freuen. Wir sehen uns dann in Hattrick am Dienstag ab 22 Uhr. Und jetzt geht's weiter mit Eishockey Team Europa gegen die USA. Und zwar beim World Cup of Hockey. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß.